die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den Liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Guten Morgen, meine Lieben. Ich weiß, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte Vlog online gekommen ist. Vielleicht eine Woche her oder so. Auf jeden Fall, ja, mir ging es leider die Tage nicht so gut. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben das Ganze eh so ein bisschen mitbekommen. Und zwar, leide ich so ein bisschen unter meinem sehr niedrigen Blutdruck. Ich kann euch hier mal so ein Bild einblenden. Ich habe es mal letztens abfotografiert. Der Blutdruck, der dann so niedrig ist und so einen hohen Puls hat, der hat mich so fertig gemacht. Also an solchen Tagen bin ich zu nichts fähig. Ich kann dann einfach gar nichts machen, außer im Bett liegen. Und bin so müde und schwach und mir geht es eigentlich auch gar nicht gut. Deswegen vlogge ich dann auch gar nicht und melde mich dann auch kaum. Aber ich habe mir das Ganze natürlich bei der Hausärztin anschauen lassen, warum das so ist. Und im Blut ist rausgekommen, also im Bluttest ist rausgekommen, dass ich sehr, sehr niedrigen Eisenwert habe und sehr niedrigen Hämoglobinwert. Und das Ganze peppeln wir jetzt auf. Ich nehme jetzt Eisen und mir geht es langsam. Also ich merke so ganz langsame, leichte Schritte, dass mir schon besser geht. Natürlich habe ich manchmal noch so Schwindelanfälle, wo ich mich schnell hinsetzen muss, weil sonst haut es mich vielleicht um. Aber sonst geht es mir eigentlich jetzt wieder besser. Schauen wir mal. Also so langsam fange ich an, dass es mir jetzt nicht mehr so ganz so schlecht geht. Also ja, langsame Schritte, ne? Und ja, heute ist Montag. Eigentlich wollte ich euch ja so ein bisschen durch unseren normalen Alltag mitnehmen. Kinder in der Schule, also die Großen sind in der Schule und die kleinen Kinder sollten ja eigentlich im Kindergarten sein. Dem ist aber nicht so, weil die sind leider verschnupft und krank, die husten und die können natürlich jetzt nicht in den Kindergarten gehen. Auch wenn es nur ganz, ganz leichter Schnupfen ist, ist bei uns auch so, dass ja, man gebeten wird, das Kind dann doch noch zu Hause zu behalten, wegen Corona und so weiter. Hier sind meine zwei kranken Ladies, die husten und schnupfen haben. Haben jetzt eine Banane gegessen, also die Luisa hat ihre Banane schon fertig. Die schauen jetzt ein bisschen iPad, bis der Papa kommt, weil der Papa ist jetzt nämlich Brot kaufen gegangen. Und ich habe ihnen ein kurzes iPad gegeben, damit ich in Ruhe schnell staubsaugen kann. Haben wir den Staubsauger hier zurechtgelegt, weil bei uns ist in der Küche immer am Boden Katastrophe. Ihr könnt euch vorstellen, wenn hier so vier Kinder und zwei Erwachsene essen, dann ist der Küchenboden echt nicht lecker. Da und er hat mir Blumen mitgebracht. Schaut mal, dass ich süß. So schöne Blumen und natürlich auch was zum Essen, Brot und ein bisschen was für ein Lunchbox-Video, welches wir hoffentlich heute anfangen zu drehen. Mal schauen, wie es zeittechnisch so ausgeht. Die Mädels essen Schokoladebrot, haben sie sich gewünscht. Nein, nein, Beef! Ja, Beef. Was kann ich nehmen? Und dieser Monster. Was ist der Beef? Ein Monster? Beef. Beef? Na komm, Beef. Der lässt sich immer so schwer, gell? Wenn er nicht runter will, dann will er nicht runter. Dort muss ich noch Gemüse schneiden. Wieso ist der Peter sie dir von da gelassen? Die Emmy ist jetzt schnorren gekommen zum Papa. Die Emmy mag auch ein bisschen Brot, Papa. Machst du mit Leberpastete oder ohne? Auf jeden Fall, die Mädels essen Schokobrot und ich und der Papa essen Leberwurstaufstrich. Was ist das? Katzenfutter. Katzenfutter. Ich will die Katzenkacke. Ja. Yummy. Katzenkacke, yummy. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt mal frühstücken und dann schauen wir mal. Der Papa muss zum Augenarzt, gell? Na, Papa damit nicht. Die besser sehen kann. Papa nicht. Er hat sich zwar so eine provisorische Brille gekauft, aber
Ja. Zum Hofer. Ja. Zum Hofer. Schau mal, was der Augenarzt sagt. Zum Hofer-Preis. Das ist lustig, oder? Das ist ein richtiger Daddy-Witz, der nicht lustig ist. Na gut. Hab ich mal so. Hey, die Lisa. So, meine Lieben, wir haben noch fertig gefrühstückt, also ich mit den Mädels und der Papa ist ja beim Augenarzt. Ich habe dann auch noch die Küche aufgeräumt und bin jetzt so richtig aus der Puste. Meine Mutterbänder tun auch richtig weh in den letzten Tagen, also die richtig regelmäßig. Und also die Mutterbänder, die sind immer so, die sind so links und rechts. Ich fühlt sich an, also der Schmerz fühlt sich so an wie Seitenstechen. Und diese Stelle ist dann so richtig heiß. Man sagt, dass die Mutterbänder sich halt dehnen, wenn das Baby so einen Wachstumsschub halt im Bauch hat. Und ich glaube, das ist bei mir in letzter Zeit. Macht gar nichts, macht nichts. Auf jeden Fall, wie ihr seht, bin ich jetzt im Garten, habe meinen Kaffee gemacht. In meiner Tasse. Schaut mal. Mit meinem Logo drauf. Ich habe den Merch, glaube ich, auf YouTube noch gar nicht vorgestellt, aber es gibt tatsächlich schon einige Merch-Produkte von mir mit meinem Logo und mit Mom Boss, also viele Hoodies und so weiter. Werde ich auf jeden Fall mal ordentlich vorstellen. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier im Garten, werde den Kaffee trinken. Hey, Lara, machst du bitte beim Trampolin zu? Mit den Mädels. Die Mädels sind hier im Trampolin. So. Die hüpfen herum im Trampolin und die Hunde sind auch dabei natürlich. Und ich werde mich jetzt so ein bisschen hier hinchillen und ja, der Bauch ist schon riesig, habe ich noch gar nicht gezeigt. Schaut mal, die Riesenkugel habe ich schon. Oh mein Gott! Krass, oder? Und man merkt es total, dass momentan der Bauch so krass wächst, weil er auch ein bisschen weh tut. Diese Mutterbänder, diese Überdehnung. Schon unangenehm, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich in der Patrick bekommen habe, ist, also als ich mit Patrick schwanger war, so, ist mein Bauch gerissen. Da habe ich ja noch die ganzen Schwangerschaftsstreifen davon. Und bei den Mädels, bei gar keins der drei Mädels, ist keine neue Linie dazu gekommen. Da bin ich gespannt, ob das so bleiben wird. Oder ob jetzt nochmal so noch der Bauch nochmal viel, viel größer werden wird. Wir werden es sehen. Na gut, ich höre jetzt mal auf zum Labern und werde mich hier ein bisschen entspannen. Doch irgendwie geschafft, mich hier ein bisschen auszuruhen. Die Mädels spielen jetzt nämlich schon seit circa einer Viertelstunde alleine in der Sandkiste. Aber Papa ist wieder da und wird gleich in Beschlag genommen. Und Papa, wie war's? Erzähl mal. So, ich bin eine blinde Ratte. Nein, also ich habe einen gut den Augenarzt. Ich sage nicht wo. Also dieses Auge hat 0,75 und das hat 1,25. Die Brille, die du hast, ist nur eins Dioptrien, das ist schlecht. Jetzt müssen wir zum Filmen, oder? Ja. Ich würde mal sagen, Schätzchen, ich lege mich ein bisschen hin. Ich auch. Weil meine Mutterbänder tun weh. Meine Vaterbänder auch. Hey, es gibt keine Vaterbänder. Ich muss mich ein bisschen ins Bett legen. Oh, ich sag's euch. Ich bin sowas von aus der Puste. Wobei mache ich gar nicht mal irgendwas Großartiges. Mein Puls ist wieder so hoch. Ich spüre es richtig, wie mein Herz so ganz stark pochert. Ich wollte eigentlich mit Papa heute den Garten aufräumen, aber das schaffe ich nicht.
Dafür geht es mir leider. Ah, die Waschmaschine habe ich vergessen einzuschalten. Wäschst du deine Haare mit Alzheimer Shampoo? Ja, mein Gott, mir ging es nicht so gut. Ich werde mal schauen, vielleicht schaffe ich es trotz dessen, dass ich hier liege, ein bisschen was am Laptop zu machen. Ich muss nämlich einige Sachen abarbeiten und das werde ich jetzt versuchen, gleich zu erledigen. Mittlerweile ist ein bisschen was an Zeit vergangen. Ich liege hier immer noch. Meine Mutterbänder tun zwar jetzt nicht mehr weh, aber ich bin so kraftlos und so unmotiviert. Ja, ich bin mittlerweile nur mehr mit der Lara zu Hause, weil der Papa die Michelle von der Schule, also der ist losgefahren, die Michelle von der Schule zu holen. Und die Lisa wollte unbedingt mit, deswegen hat er sie mitgenommen. Und jetzt haben sie noch auf den Patrick gewartet. Und ja, bald sollten sie eigentlich aber eh schon kommen. Und ich liege hier immer noch rum und habe nichts gemacht. Aber ich brauche das einfach in letzter Zeit wirklich so, dieses Nichtstun. Ich habe jetzt auch Kopfschmerzen bekommen. Ich müsste noch mehr trinken. Wahrscheinlich brauche ich so einen Trinkreminder. Die Hunde sind mit mir hier. Hier ist einmal die kleine Emmy. Emmy! Kleine Wurst liegt hier. Und hinter mir liegt noch eine kleine Wurst. Wir haben nämlich so ein Riesenbett jetzt, so ein 2,40 Meter Bett. Da schläft die Luisa immer. Da schlafe ich und da schläft der Papa. Und wir haben ein riesengroßes Bett. Von der Wand bis zum Schrank. Nein! Please, kuschel ein bisschen mit den Hunden. Der Emi braucht Liebe, Patrick. Okay. Die Emi ist ein Känguru-Baby. Die Sophie braucht auch Liebe, Patrick. Schau, wie sie schaut. Oh, Sophie! Der Patrick ist von der Schule und muss die Hunde kraulen. Kritzi, kratzi, kritzi, kratzi. Oh, Emi, du genießt das, hä? Patrick, ist das so viel vielleicht ein bisschen eifersüchtig? Guckst du? Okay, was soll ich machen? Geh hin und schmusi, busi. Kussi, busi. Schade, Emi. Mittlerweile sind wir in der Küche. Der Papa hat Kartoffelgulasch gemacht. Ohne Fleisch, oder? Ja. Und dann gibt's für. Isst du mit mir Couscous? Couscous. Couscous. Und hier haben wir für Milch Couscous zubereitet, weil ich vertrage keine Kartoffeln. Wo die Mädels tun ein bisschen streiten. Was ist los? Lara tut nerven. Oh. Das ist aber eine so eine Sache mit Geschwistern, ha? Ihr seid wieder bei mir. Hallo. So, ich werde jetzt das Essen portionieren. Voilà. Wenn ihr das Rezept sehen wollt oder unbedingt nachkochen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Also den Papa bitte auf seinen Kanal. Ich habe mich jetzt kurz ins Bett hergelegt zum Chillen mal wieder. Und das Baby tritt gerade so hart, die Lara konnte es schon fühlen, oder Lara? Mhm. Und die Michelle ist gerade so richtig ungeduldig. Hä? Du musst gerade warten, es hat vorhin so stark getreten. Ich das ganze das Baby berühren. Die Lara hat hier so meine App. Zeig mal, wie das Baby ausschaut. So. Dein Messer ist auf den Tisch. Na Lara, ist das Baby schon groß? Nein. Ja. Hast du gespürt? Ja, so. Ich will noch nichts. Du machst nur ein kleiner Greta von seiner Hand. Wie spät war? In welcher Uhrzeit war das? Wo war das? Oh, dieses. Hast du gespürt? Hast du gespürt jetzt, oder? Ja, so richtig stark, so. Voll arg, man vergisst irgendwie so, dass da
jemand drinnen ist. Die Luisa sagt jetzt auch, Mama, was ist das für Babybauch? Gestern haben wir gekuschelt und da sind wir so gelegen. Und dann hat sie gesagt, Mama, der Babybauch. Aber sie hat keine Vorstellung, dass da wirklich ein Baby drin ist. Ja, wir müssen jetzt leider noch mal kurz los. Wir müssen nämlich für die Michelle was für Werken kaufen. Michelle, ich habe dir die Masken jetzt bestellt. Michelle braucht nämlich diese speziellen Schmutzmasken. Die gibt's ja, in den Baumärkten nicht mehr seit Corona. Diese speziellen Schmutzmasken, FFP2 oder so. Jetzt habe ich hier welche bei Amazon bestellt, weil sonst findet man keine. Wir haben Masken gefunden, FFP2. Obwohl wir vorhin angerufen haben und gesagt haben, dass es keine gibt. Ich glaube, die kennen sie selber nicht aus. Wahrscheinlich. Oder sie sehen eine unmotivierte Verkäuferin. Ja, das haben wir nicht. Ja. Ich habe schon welche gefunden, ja. Denk mal. Es gibt meistens für... Hey. Wir haben das gefunden zum Beispiel, oder? Das ist eigentlich so ein Set für Kinder. Ein Laubsäge-Set. Ich habe Papa damals auch so einen gekauft. Aber mehr gibt es nicht hier. Hat es nicht beim Obi so was gegeben? Eine kleine Sache in Erinnerung, einfach für Kinder. Ach, sowas. Na, dann nehmen wir gleich sowas, oder? Hey, meine Lieben, ihr seid mal wieder bei mir. Die Mama ist jetzt mal wieder im Bett, ihr geht wirklich heute nicht gut. Ihr geht ganz, ganz schlecht, also sie hat niedriger Blutdruck und ja, nicht so ganz gut. Und die Mama hat mich jetzt darum gebeten, ich soll ihr eine Mineralwasserflasche bringen und ein Malzbier. Das Malzbier ist für Mama wie Medizin. Es ist einfach so kurz, ich war kurz vorm Kotzen. Weil das plötzlich kommt, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du ein Bier trinkst. Das ist kein Bier. Ja, das ist ein Malzbier. Ich glaube, ich trinke ein echtes Bier. Das ist ein Malzbier, habe ich. Ein Malzgetränk. Ja, es ist beim Bierabteilung irgendwo drinnen. Ja, eher, aber es ist halt... Kann die Malz, das ist ja, ein Malzgetränk. Komm. Es ist ein bisschen Schnaps. Viele Schwangere trinken das, aber ich hab, wenn die Leute das sehen, denken die, ich trinke ein Bier. Na gut, Mama, ich geh mal in der Küche. Ich muss dann Kaiserschmarrn machen. So, meine Lieben, und jetzt sind wir in der Küche und wir machen gemeinsam Kaiserschmarrn. Ja, der ist richtig, ja. Ich glaube, mein Kaiserschmarrn ist schon fertig. Jo, das schaut lecker aus. So, meine Lieben, mein Kaiserschmarrn ist fertig. Schaut so aus. Mega lecker. Mega lecker. Ich glaube, da nehmen wir alle mindestens 2 Kilo zu. Du Rotzpiepen. Wir sind alle verschnupft jetzt irgendwie. Maulis. So, essen. Na gut, meine Lieben, wir werden unsere Kaiserschmarrn in Ruhe essen. Und dann schlafen gehen. Deswegen verabschieden wir uns vom Blog. Ich glaube, ich bin auch krank. Entschuldigung. Tschüss. Bis nächstes Mal. Baba.